die Kinder können schon gar nicht mehr erwarten, bis der Nikolaus kommt. Freut euch schon auf den Nikolaus, Kinder? Ja! Was wünscht ihr euch denn vom Nikolaus? Ich wünsche mir nur ein normales Sackerl. Ein Sackerl, das ist aber nett. Und was wünschst du dir vom Nikolaus? Ich wünsche mir einfach nur so ein Backteierklaus. Einfach, es ist was. Ah, das ist nett. Und kannst du für Nikolaus was aufsagen? Hast du was für Nikolaus? Ja. Sagst du das einmal? Nikolaus, du guter Mann, hör dir meine Bitten an. Ich bin zwar nicht immer brav, außer dann, wenn ich mal schlaf. Bring mir doch ein Backerl her, es muss nicht groß sein und nicht schwer. Ja, den Krampus lässt du fort, werd mich bessern, hast mein Wort. Na, ich glaub, dass du schon ganz ein Braver bist. Fürgst du vom Krampus? Na. Fürgst du da vom Krampus? Nein, ich freue mich voll auf den. Du freust dich auf den Krampus. Und du? Na. Was wünschst du vom Nikolaus? PlayStation Move. Also zwei, die jetzt auch ganz stark schon von Nikolaus warten, das ist die Magdalena und der Klaus. Freut sich jetzt vor euch schon von Nikolaus? Ja. Jetzt wird er gleich kommen, gell? Ja, wir sind ja da sehr gespannt, gell? Jetzt, wenn der Nikolaus kommt mit den Engel, gell? Also auf das freuen wir uns jetzt dann schon. Jetzt glauben wir, die Kleine ist ja wirklich alle ganz brav gewesen, aber jetzt wollen wir zum Klaus auch wissen, ob du das ganze Jahr immer brav gewesen bist. Naja, in der Jahresbetrachtung sind wir natürlich schon brav, gell? Also wenn wir dir mal schimpfen müssen, das gehört dazu, aber wir sind schon sehr zufrieden, gell? Super. Und fürchst du da vom Krampus ein bisschen? Nein. Ah, du brauchst da nicht fürchten, gell? Erstens ist der Nikolaus da und zweitens hat dich der Papa fest am Arm. Ja. Und glaubst du, kriegst du einen Sackerl? Ja. Ich glaub schon, gell? Ja, wir freuen uns. Und ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, auch nochmal mich bei allen bedanken. Das ist natürlich beim Alpenpass, der das organisiert und da viel Arbeit hineinsteckt, weil sie bereiten auch die Backerl vor und müssen das alles verpacken. Und natürlich bei der gesamten Organisation, bei der Feuerwehr, bei der Polizei, die immer darauf achten, dass es reibungslos und gut über die Bühne geht. Der Nikolaus ist hier. Uns ein, sei gegrüßt, lieber Nikolaus, wieder gehst du von Haus zu Haus. Alle Kinder lieben dich, warten schon und freuen sich. Teilst du dann deine Gaben aus? Dankeschön, Dankeschön, lieber Nikolaus. Lieber Nikolaus, du kommst jährlich nach Kitzbühel, obwohl du so viel zu tun hast. Kommst du immer gerne zu den Kindern nach Kitzbühel? Ja, Kitzbühel ist für mich ganz ein spezieller Ort, weil da gibt es ganz, ganz viele brave Kinder, groß und kleine. Und Kitzbühel ist auf meiner Liste ganz weit oben. Und du hast jetzt ja natürlich sehr viel zu tun, aber du hast viele Englein, die dir helfen. Ja, natürlich. Gott sei Dank habe ich viele kleine Helferlein, die mir helfen. Und ich habe auch noch gute Nachrichten für Kitzbühel. Es kommt auch noch der große Schnee. Das habe ich auch noch organisiert. Was hast denn du als Engel heute für Aufgabe? Sackerl verteilen. Gibst du alle Kinder, die da vorbeikommen, einen Sackerl? Ja. Und hast du mit der Kutsche mit Nikolaus hereinfahren dürfen? Ja. War das toll? Ja. Nachdem wieder alle Sackerl an die braven Kitzbühler Kinder verteilt waren, machte sich der Nikolaus wieder auf den Weg, um auch andere Kinder mit den köstlichen Gaben zu beschenken. Im Anschluss sorgten die Krampusse für den schaurig schönen Part dieser Veranstaltung.
jetzt habe ich es wirklich laut plumpsen gehört. Das ist jetzt der Stein, der dem Matthias jetzt vom Herzen gefallen ist, nachdem der Teifi-Umzug organisiert vom Kitzbüheler Alpenpass einfach bravourös gelaufen ist. Ja, danke für die netten Worte. Ein Stein ist mir von Herz gekugelt. Es ist wiederum alles gut gegangen. Wir haben aber temperamentvolle Passen dabei gehabt. Gehört auch dazu zu sowas. Wir haben beim Brauchtheim auch wieder ganz schön aufnehmen lassen in der Innenstadt. Wir haben ganz was Neues gehabt. Im Ganzen und Ganzen bin ich glücklich eigentlich. Man muss ja sagen, der Teufelumzug hat jetzt ja fast 1,5 Stunden gedauert. Und zusammenfassend ist ja das wirklich auf einen Nenner gebracht, Tradition modern inszeniert. Jetzt steckt aber da wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Man kann nicht einfach sagen, heute bin ich lustig, ich springe in ein Krampus-Kostüm. Matthias, erzähl uns ein bisschen, seit wann bereitet ihr das vor? Also wir machen Vorbereitungen eigentlich für die ganzen Umzüge, weil wir nehmen ja bei vielen anderen Läufen auch teil. Aus Gastgruppen fangen im Frühjahr schon an, nächstes Jahres, also immer im Frühjahr eigentlich. Wir arbeiten dann den ganzen Sommer drauf hin. Es ist viel zum da. Es werden wieder neue Masken organisiert, es werden neue Fälle organisiert. Es ist alles unheimlich finanziell verbunden, auch das Ganze. Also man gibt's da, es gibt Maskenschnitzer und so Einheimische und Auswärtige und so Zeug. Ja, ich bin eigentlich stolz auf meine Mandel, dass wir uns das jetzt auch wieder andern. Ich muss auch einen Alpenpass, also eigentlich ein Riesenlob an meine Männer sagen. Also wir haben da einen Zusammenhalt in dem Club, das ist unheimlich. Mein Name ist Lucifer. Dem Reich des Bösen. Wir sind jetzt momentan zwischen 25 und 28. Wir haben ein paar freiwillige Helfer dabei. Wir haben viel im Hintergrund, auch Eltern und so, was uns auch so unterstützen mit den ganzen Räumlichkeiten, was wir haben, weil wir ja bisher noch ein Vereinslokal haben in Kitzbühel. Aber eben 25 bis 28 Leute haben wir so. Und jetzt in der kurzen Zeit, Nikolaus, Krampuszeit, wie oft seid ihr auf dem Weg? Also wir haben uns heuer ein bisschen nachgeschraubt von dem Ganzen. Wir sind heuer 7 auf dem Weg. Sind in den letzten Jahren schon 15 bis 20 mehr auf dem Weg gewesen, aber wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf den Innenstadtlauf, was uns auch relativ gut gelungen ist, glaube ich. Man muss ja sagen, jetzt beim Kitzbüheler Krampuslauf, es waren 11
Vereine da vertreten. Das ist wahnsinnig viel. Ja, es ist relativ viel zustande gekommen ist das Ganze, dass ich heuer so einen großen Lauf gemacht habe, weil ich so viele Anfragen eben von den Passen gehabt habe. Darf man mitgehen? Wir haben gehört, Kitzbühel ist so bärig, darf man mitgehen? Ich habe das Ganze dann nachher reduziert, weil irgendwann am Anfang sind es einmal 20 Gruppen gewesen und sowas ist dann herzlich groß. Und was machen die Teufel jetzt noch? Ja, jetzt werden wir uns setzen. Meine Leute sind schon beim Abbauen im Hintergrund, her ist schon. Also tadellos, danke. Wir werden die Lokalitäten in Kitzbühel aufsuchen und in weiterer Folge werden wir dann nochmal gescheit essen. I'll stay here with my secret.